Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo und heute machen wir zusammen eine Einhorn-Schüttelkarte. Und was braucht ihr dafür? Ihr braucht Einhornsticker, ihr braucht ein schönes, funkelndes, glänzendes Papier, ihr braucht so eine Folie, die als Sichtschutzfenster geeignet ist und ihr braucht solches... wie sagt man dazu? Es ist doppelseitiges Klebeband und dann hat man hier noch so in der Mitte so eine kleine Schutzschicht. Ich glaube Foam Tape oder so ähnlich nennt sich das. So, und dann kann es auch schon losgehen. Wenn ihr ein Schneidebrett habt, ist das perfekt. Habt ihr keins, messt ihr euch ganz normal eure Größe von der Schüttelkarte ab. Und ich werde jetzt einfach mal, ich weiß es noch gar nicht, was ich mache, welche Größe. Ich werde jetzt einfach mal 10 machen. 10 mal 10 mal 6. So, das ist die Größe meiner Schüttelkarte. Ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht zu klein gewählt, aber nun gut. Schauen wir mal. So, 10 mal 6. Das nächste, was ich jetzt mache, ich brauche jetzt schon mein Tape. Das Tape muss jetzt so aufgeklebt werden, dass wirklich nichts durchfallen kann. Wenn ihr das gemacht habt, legt ihr das erstmal zur Seite und jetzt schneidet ihr euch aus eurer Folie auch dieselbe Größe 10 mal 6 zurecht. Wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr eure Schütteldinger, Pailletten, kleine Sachen, alles was ihr reinmachen wollt. Ich möchte als allererstes einen kleinen Regenbogen drin haben. Den mache ich hier hin. Dann möchte ich wie kommen die Pailletten hier hin? Mache ich sie gleich mit hin. Ja, irgendwas mit rosa natürlich. Wenn das fertig ist, zieht ihr euch ganz vorsichtig die obere Schicht hier ab. Jetzt nehmt ihr euch die Folie und klebt die schön drauf. Da das jetzt ja komisch aussieht mit dem Weiß, muss natürlich noch ein kleiner Rahmen oben drauf. Den mache ich mir ja mit diesem Papier oder ich nehme ein anderes Papier, schneide mir jetzt wieder 10 mal 6 zurecht, messe ab, wie groß das Fenster sein kann. Da muss ich dann hier 1,3 reingehen. Also ich mache mir wieder einen kleinen Rahmen. Entweder hat man eine Standschablone dazu oder man macht das Ganze mit Cuttermesser und mit Schneidebrett. Und das werde ich jetzt natürlich machen.
fertig. Schaut mal, wie süß das ist, oder? Finde ich toll. Finde ich echt toll. Es geht super einfach. Hier kann man natürlich jetzt auch nochmal, wen das stört, kann man sich auch noch die Glitzersteinchen drumherum machen. Kann es anmalen. Also da kann man wieder so kreativ sein. Mich stört es jetzt nicht weiter. Von daher, ja, man könnte auch noch ein bisschen mehr reinmachen. Ihr habt gesehen, einige davon bleiben auch dran hängen. Von daher macht ruhig ein bisschen mehr rein. Nicht, dass ihr dann irgendwann nichts mehr zum Schütteln habt. So, das war die nächste Idee. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem Vorschlag. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr das Video vielleicht teilt, kommentiert und vielleicht ein Däumchen nach oben gebt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Katrin.